Er kann hier unten gerne regieren, solange er hier unten bleibt. Wenn er nach oben kommen sollte, dann war es das für ihn. Also gut, er hat ja nicht wirklich Böses hier. Ein paar Dark Ghouls, so zwei Skelettzauberer. Aber er hat sich an den Handel gehalten und wir können weiterziehen. Ich meine, wir wissen eh, was mit ihm passieren wird, wenn Pillars of Eternity 2 anfängt. Er sitzt da nämlich ziemlich gut auf der Hand. So. Not a sound. Kommen in der nächsten, im nächsten Stockwerk. Nummer 9. Dieser Adler hat einen matten, karminroten Ton angenommen. Er ist flächenweise von den Wänden und der Decke gebröckelt. Oh, wieder Banshees. Oder Quengallas. Oh, eiserne Jungfrauen. Auch nicht gerade schön. I'm here. Muss immer mal wieder stehen bleiben, damit ich nicht zu viel Damage kriege. Bei Itomak kann ich leider nicht. I'm here. Hier hinschicken. Oh, schöner Speer. Ein Schlüssel für einen Schlüssel. Hm? Hold your ground. Okay. Quietly now. Da sind wir schon mal richtig angeschlagen, ey. Nur wegen dem blöden Stachelfolterraum da. Ich meine, eigentlich sollten wir stabile Stiefel haben. Oh, Sumpfschleim, hi. Great. Hey. Zucker, der aus Schleim kommt, okay. I'm here. Margrin's fire casts light in dark places. Ja, da ist die Kentgwala. Ah, fuck. Ja, die Gegner hier sind jetzt nicht wirklich stark, weil wir ziemlich overleveled sind. I'd be glad to. Weil wir halt lange nichts mehr hier in Ot Lua gemacht haben.
Ja, und hier gibt es auch einen Weg durch. Was uns das Ganze erleichtert. Wir können eigentlich nur hier lang, weil hier drüben alles erreichen wir von der Seite nicht. Okay. Hello. Hello. Oh, unser erster V-Truck. Das ist aber eigentlich nur ein normaler V-Truck. Die sind nicht so stark wie die Exarchen, die wir an der Perlholzküste bekämpft haben. Die Triche sind schön. Braucht zwar fast keine mehr zurzeit. Nettes Versteck. Oh, zerbrochene Klinge. Quest wurde aktualisiert. Ich habe das Buch von der Hälfte des Schwertes. Ich habe beide Hälften der zerbrochenen Klinge gefunden. Ja, mal gucken, ob noch was fehlt. Wenn, dann finden wir ja alles. Und können es da dem Schmied bei den Schmelztiegelrittern geben. Nur ein paar Geister. Red. So. Sicherheitshalber mal speichern. I'll take a look. I'm here. Oh, wir haben gerade die Spinne übernommen. Jetzt ist sie nicht mehr übernommen. I'd be glad to. Okay, das ist eine hübsche Speergrube. Das ist die Treppe nach unten. Die Dornen sehen scharf genug aus, um Knochen spalten zu können. Ja. Da braucht man nicht reinspringen, außer man ist echt lebensmüde. Oh, eine Pfeffgra und ein paar reifende Schatten. Und ein Adrakäfer. Huh!
Stand together. So. I'm here. Not a sound. Ein bisschen was haben wir hier noch zum Erkunden. Unter anderem diese hübsche Kristallformation mit Topassen drin. Wie nett. Ah ja, man merkt ein bisschen die Schadensreaktion, die ich Alof und du uns gegeben habe, macht sich bezahlt. Diamanten? Und? Was ist das? Ein außergewöhnlicher Zweihänder. Okay. Ja, hat sich gelohnt. So, damit sind wir mit Stufe 9 schon fertig. Wenn alle endlosen Pfade so schlecht klappen würden, dann wäre es richtig toll. Aber irgendwie bezweifle ich, dass es so einfach werden wird. Okay, ein paar reifende Schatten, die uns gleich begrüßen. Okay, die 10. Ebene ist recht klein. Ich höre wieder eine. Wir weinen. Du benötigst den passenden Schlüssel, um dies zu öffnen. Mhm. Also jede Menge Spinnzeug hier. Rave does the Lord believe. Okay. Oh, Rastvorräte, die nehme ich gerne. Nice and quiet. Da geht's gleich schon wieder runter. Hm. Heilige Macht nur Duels? Oder hat das so eine geringe Reichweite? Absolutely. Mehr als uralte zerbröselnde Knochen sind nicht vor den zahllosen Opfern übrig geblieben. Ah ja, Adra-Schlüssel. Seilartige Netzschräge glänzen vor Feuchtigkeit. So, damit können wir den Raum aufmachen und wen er auch immer da drin ist. Keep an eye. Frieden schicken.
mal lieber ein Quicksave vorher machen. Also noch halte ich mich gut. Oh, jede Menge Quengalas. Brave.